Willkommen zurück und lassen Sie mich mit den neuesten Informationen des Tages aktualisieren. 3 sind einer zu viel. Das könnte jetzt auch Helene Fischer schmerzlich feststellen. Denn es gibt eine Frau, der sie offenbar in die Quere gekommen ist. Auslöser für den Zoff, das Duett zwischen der Schlagersängerin und Weltstar Robbie Williams, 45. Zusammen nahmen sie eine Coverversion vom Weihnachtsklassiker Santa Baby auf. Helene Fischer haucht dabei sehr sexy und verrucht ins Mikrofon. In einem Video sieht man sie jetzt auch äußerst vertraut mit Robbie in London. Doch genau da ist der Haken. Denn seine Ehefrau und Mutter seiner Kinder, Aiga, 40, soll alles andere als glücklich über diese heißen Flirtereien sein. Dass ihr Mann auch noch öffentlich über die deutsche Blondine schwärmt, macht das Ganze sicher nicht besser. Helene sei unglaublich talentiert und unglaublich hübsch. Und Robbie legt im Interview mit dem Magazin Coca-Cola Journey noch nach: Ich mag Helene auch privat. In ihrer Gesellschaft fühle ich mich immer extrem wohl. Jetzt reicht seine Frau anscheinend. Aida soll vor Eifersucht kochen und die Krallen ausgefahren haben. Ihr Mann, ihre Regeln. Auf Rabis Promotour wurde Helene bislang nicht gesehen. Hat Aida ein Machtwort gesprochen? Singen dürfen sie miteinander, zu viel Zeit verbringen offenbar nicht. Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.